So, wie ihr sehen könnt, finden wir uns hier in Iron Harvest, welches ein Kandidat ist derzeit, für die Let's Plays, die ich freitags uploaden möchte, falls ich dafür Zeit finde. Ich mein, muss ja dafür irgendwann auch Zeit finden, die ganzen Sachen aufzunehmen. Ist natürlich einfacher, ein Spiel so 2-3 Stunden aufzunehmen und das dann in 30 Minuten Abschnitte zu unterteilen. Ist leichter als ein Spiel, also dann wiederum noch ein anderes Spiel so lange aufzunehmen und zu unterteilen. Beziehungsweise auch macht wenigstens jeden Tag eine halbe Stunde ein Spiel zu spielen und dann das nächste und dann das nächste und das nächste. Deswegen nimmt man sich da schon so 1 bis 2 Stunden Zeit. Aber wenn das zeitlich hinpasst, klatsche ich irgendwas in den Freitagsslot rein und Iron Harvest hier ist ein Kandidat dafür. Anderen Kandidaten habe ich vielleicht auch noch raus. Ich meine, ultimativ wird es natürlich dann entschieden. Auf der einen Seite dadurch, wie populär die Dinger sind und wie viel Bock sie mir machen. Also hauptsächlich eigentlich, wie viel Bock sie mir machen. Mein Kanal ist ja nicht wirklich einer, der wirklich nach Popularität strömt und strebt und sonst irgendwas. In dem her, Hauptsache, wie viel Bock die machen. Und da habe ich nicht so unglaublich viel Gutes von Iron Harvest gehört. Leider. Das ist ja eine absolute Revolution des RTS sein wollte und dann eigentlich einfach nur am Ende Company of Heroes Clone war, der nicht mal sonderlich gut ist. Also mal sehen, was uns erwartet. Spiel laden? Ich will nicht fortsetzen. Ich habe das irgendwann mal in so einem Trial gemacht. Das ist einfach nur eine dämliche Tutorial. Ah, es gibt mehrere Kampagnen. Das ist natürlich cool, ne? Die Anglo-Saxons. Die Rusviets. Das finde ich jetzt cool. Weil in den Reviews kam es so ein bisschen rüber, als wäre das alles scheiße und voll kacke und bläh. Jetzt war es halt auf Unsale und dann hau ich mir das jetzt mal rein, ne? Aber ich würde jetzt fast mit denen hier anfangen. Oder sollte man damit anfangen wahrscheinlich, ne? Das ist so die Einleitungsmission, ne? Oder drücken wir einfach fortsetzen. Ich muss mal hier gucken, wo der letzte Speicherstand war. Sind nicht mehr spielbar. Meine Güte. Okay. Nevermind, wir müssen es sowieso von vorne anfangen. Also machen wir das. Dümpeln hier nicht so lange rum, ey. Sind für 5 Minuten vorbei schon, hey. Ich glaube, das Tutorial fand ich schon richtig scheiße damals. Ich hoffe mal, sie haben da vielleicht ein bisschen was gepatcht. Das hat mich voll genervt. Weil wahrscheinlich hätte ich da nichts gegessen. Wer mich kennt, bin ziemlich schnell genervt, wenn ich Hunger habe. Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Heul, Susan!
zeige ich's. Lol. Also vor allem ist das Game mal laut. Von der 4K-Grafik habe ich bisher auch noch nichts gemerkt. Ich erteile dir eine Lektion. So. Besiege die Jungs jetzt. Schieß drauf. Attrappe. Easy peasy, ey. Dann nehmen wir hier da den Highground, ne? Sie sehen mich, wenn ich näher komme. Ich muss angreifen, bevor sie mich sehen. Ich muss leise sein. Feuer frei! Au! Hey! Du bist tot! Ein Hinterhalt! Entdeckung! Entdeckung! Na gut. Gut, bleiben tot. Noch vier. Du bist tot. Ich werde deine Eingeweide. Voll erwischt. Jeder kann sich von hinten anschleichen. Hier bin ich geschützt. Sie verstecken sich. Müssen wir auch machen. Hey, nur Schneebälle, kein Ei. Kein erwischt. Ei. Also Eis. Der ist fett in seinem Versteck. Das heißt, wir hocken uns dahin. In der Hoffnung, dass wir den erwischen. Hier sollte es sicher sein. Unsere Heldin wird angegriffen. Der Ort. Unsere Heldin. Komm schon, der ist in Range. Ich bin nur verwundet! Vielleicht von einer besseren Position? Besseren Position? Ich hab sie! Von da? Ich gehe in Deckung! Geh mal dahin! Die Heldin wird angegriffen! Ist alle schön, wie sie alle sterben. Okay, also man kann diese umgedrehten Deckungen hier auch von dieser Seite benutzen. Bin ich geschafft. Sprich, die vorzupushen, hey, ist was. Schneebälle, kein Eis. Aber das würde mir in so einem militärischen Gefecht nicht als sonderlich sinnvoll erscheinen. Die Polanierin tötet den nächsten Russwirt. Du bist ein Russwirt. Die Russwirts kommen, Rückzug. Und ab jetzt zählt jeder Treffer. Hey, du warst tot. Ihr könnt mir nicht entkommen. Unterwegs. Ein perfekter Ort. Da ist ein. Kommt mir in so einem Militärgefecht nicht sonderlich sinnvoll vor, auf die Deckung zuzurushen. Hier bin ich geschützt. In der sich der Feind. Der Bunker. Ich seh dich. Außer du hast einen Panzer oder sowas. In dem das Feuer nicht wirklich interessiert. Den haben wir schön flankiert. Hey, nur Schneebälle, kein Eis! Stellt euch auf unsere Niederlage ein! Tormund. Das ist eine ziemlich niedrige Deckung. Das ist überhaupt nicht perfekt. Ich bin kein Russwirt. Bist du wohl? Dein Bruder ist auch ein Russwirt. Hier müsste ich sicher sein. Theoretisch, aber ich glaube, die deckt sich hinter dem da, gell? Ja. Ist nicht so schlau. Hier bin ich geschützt.
Unsere Heldin. Lasst mich nächstes Mal einfach mitspielen. Au! Weißt du jetzt, kleines Mädchen? Ein perfekter Ort. Okay. Von Deckung zu Deckung. Die Deckungen hier sind ziemlich niedrig, aber ich glaube, wenn ich den da nehme, geht es schon. Schnappen Sie! Attacke! Es lebe Polamia! Au, hey! Au! Du bist tot! Bin ich nicht! Du bist tot! Ihr könnt doch nicht... Au! Hey! Sucht euch gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Lull. Gemogelt. Ich hätte gewonnen. Sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Krieg ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ich bin immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt. Und wären das keine Schneebälle gewesen? Ach, Anna, na gut, aber... ich weiß, nichts Papa sagen. Das wird mir noch leid tun. Mhm. Gut, hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Aha. Ich muss mal unbedingt auf den Hirsch schießen. Was kann der denn dafür? Also gut. Nach Ihnen, Generalen. Neues Primärziel erhalten. Neues Primärziel erhalten. Schön, dass Oberst Dumpfbacke. Ja, bin unterwegs. Ist sich jetzt schon um mich kümmert. Nach da drüben? Ja. Da drüben. Ich sehe ihn. Da ist er. Halt still. Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere. Und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich verstecke mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan. Aber er schießt den Hirsch und nicht mich. Wie geht's weiter? Tja. Treib den Hirsch zu mir. Ich glaube, wir sterben. Sehr gut. Also, der Kerl suchen hier wir stirbt. Einen Hirsch. Bin unterwegs. Da ist er. Kinder mit Gewehren. Gehen wir in Schussreichweite. Wo ist er? Da ist er. Klar doch. Na schön. Guter Plan. Ja? Los geht's. Daneben. Oh, Mist. Gutes Versteck. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaub, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu. Wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst es genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt. Und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe. Glaube ich. Gut. Durchschlag in der Schuss. Du versteckst dich im Busch. Und ich... Ich weiß. Kinderspiel. Ja. Doch. Ob der so na blöd schön. Ist? Kinderspiel. Hier nochmal langläuft. Na schön. Was ist das denn überhaupt? Kinderspiel. Da hinten? Guter Plan. Klar doch. K-
Kinderspiel. Na schön. Klar doch. Ich bin bereit. Ich werde treffen, das weiß ich. Ich hab getroffen! Guter Schuss, Schmetterling! Das glaubt mir Papa nie! Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen, denk dran. Ah, richtig. Und was für ein Schuss! Dein bester bisher! Scherzkeks. Das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Yannick, sag, glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunate. Die ganze Welt. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Yannick! Schieß! Schieß! Juhu, na dann. Es sind auf einmal, Ach, der war das. Das war ziemlich knapp. Ja, danke. Hatte wohl Hunger. Hey, Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Ihr zieht in den Krieg? Nach Roswiet? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Roswiet. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht. Faktionslevel und Spielerlevel. Okay, cool. Wie geht's jetzt weiter? Ich gehe einfach davon aus, dass der Bruderjunge stirbt einfach und deswegen gehen wir dann in den Krieg. Blibliblu. Vergiss den Braten nicht. Hallo? Da lag doch das Gewehr noch. Nimm's einfach. Oh nein. Die Entscheidung liegt bei deinem jungen Piotr, nicht bei dir. Wenn er für sein Land kämpfen will, das gibt ein Blutbad. Du weißt, wozu diese Maschinen fähig sind. Jeder Freiwillige kriegt die beste Ausrüstung und Ausbildung. Und wer weiß, vielleicht steuerst du einmal eins von diesen Dingern. Das wird er nicht. Ich opfere meinen Sohn nicht in einem weiteren sinnlosen Krieg. Sinnlos? Wir verteidigen unsere Heimat, unsere Freiheit. Was soll aus deinem Sohn werden, Piotr? Ein Patriot oder ein Feigling? So wie ich? Wir alle helfen mit, unsere Heimat zu verteidigen. Und du? So schlimm wird der Krieg schon nicht werden. Und Onkel Lech passt auf mich auf. Nein! Zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause, Junge. Das hier ist kein Spiel, Yannick. Dein Entschluss ist richtig. Du bist ein Mann und ein Polanier. Beides sollte dich mit Stolz erfüllen. Komm, pack deine Sachen. Yannick! Sieht doch nicht so happy aus. Du ziehst in den Krieg? Er sagt doch.
Nur ein paar Monate. Du lässt mich allein. Nein, niemals. Ich will dich nur beschützen. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Onkel, wir haben jetzt einen Bären. Es ist schnell und hart zuzuschlagen. Wir müssen den Russwirts und den Saxoniern zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen. Dass wir uns nicht verstecken. Alle ignorieren den Babybär. Papa sagt, es wird ein Blutbad. Papa ist kein Kämpfer. Er würde sich lieber hier verkriechen und rostiges Ackergerät reparieren. Er versteht das nicht. Dann will ich aber mitkommen. Ich tue das doch für dich, Schmetterling. Geh nicht. Es ist nur für ein paar Monate. Unser Haustier ist super süß. So funktioniert es zwar nicht, aber ist ja auch egal. Sie sagten, der Krieg wäre ein Abenteuer. Aha. Sie versprachen Ruhm und Ehre. Am Ende sollte er 5 Jahre dauern. Jahre voller Qualen und Schrecken, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Zum ersten Mal traten sich die Nationen der Welt mit Waffen gegenüber, die Dutzende, Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Dun, dun, dun. Jetzt ist der Krieg vorbei. Doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek. Mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte. Der mich nie verlassen wollte.